Einen gesegneten Morgen, liebe Geschwister. Herzlich willkommen in Jesu Namen an diesem wunderschönen Samstag, wo der Frühling beginnen sollte. Oh, glorious, halleluja. Der Schnee ist nur psychologisch, in Wirklichkeit ist es warm. Oh, glorious. Auch all diejenigen, die zugeschaltet sind, der Herr segne dich reichlich in der Gewissheit Gottes mit uns, in dem Bewusstsein, er führt uns in Kraft und in der Gnade, dass seine Liebe, sie ist da, unabhängig von wie die Dinge sind. Gott führt uns in Kraft und Wahrheit. Psalm Kapitel 37. Psalm Kapitel 37, ein ganz besonderer Psalm, ist glaube ich einer der Psalmen, von denen ich am meisten schon gepredigt habe. Ich habe sogar mal eine Predigt von 28 Punkten von diesem Psalm. Psalm 37, Vers 23 und 24. Ich lese von der Neues Leben Übersetzung. Der Herr freut sich an einen aufrichtigen Menschen und führt ihn sicher. Auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen, denn der Herr hält ihn fest an seiner Hand. Halleluja, Herr, wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir für diesen gesegneten Morgen, wir danken dir, Herr, dass wir danken dürfen, Herr. Wir danken, Herr, dass du uns führst, Herr, dass wir in deiner Kraft gehen, dass wir wissen, du bist der Gott, der uns erneuert, in dir sind wir geborgt, du hast wunderbare Verheißungen, Herr. Komm, Heiliger Geist, führe uns in deiner Kraft und wir danken dir für deine Gnade, in Jesu Namen, Amen und Amen. Ein sehr bekannter Künstler, Schauspieler, er wurde interviewt. Und man sagt ihm, wie hast du das geschafft, dass du so erfolgreich geworden bist? Und er sagte, wo er nach Hollywood kam, war er damals war ein älterer Mann, ein sehr weiser Mann. Und er hat ihm gefragt, wie kann ich erfolgreich werden? Und dieser Mann sagt, wissen Sie, ich habe schon tausende Leute, die sehr nach Hollywood kommen, die auch begabt sind, weil es sind Milliarden Menschen, was begabt sind, tausende Menschen, was begabt sind. Aber es gibt zwei Gebote, wenn du möchtest erfolgreich sein. Er sagt, das erste Gebot ist, rede nur Gutes von den anderen. Rede nur Gutes von. Das zweite Gebot ist, rede nie über deine Probleme. Und er sagt, das waren zwei Sachen, die er immer tat. Er redet über jeden schlecht und seine Probleme waren immer. Und er sagt, er hat sich an dem Tag entschieden, ich will erfolgreich sein. Und er sagt, dieser alte Mann, der hat ihm diese Weisheit gegeben, die gemacht hat, dass er erfolgreich war. Wir als Christen, wir haben den Maßstab, wir können unsere Frustration zu Gott bringen. Aber wenn selbst die Welt erkennt, dass man mal Gutes reden und nicht über seine Probleme reden, wir haben einen Herrn, der sich unser Probleme annimmt. Aber sehr oft vergessen wir es. Der Herr vergewissert uns, dass wir als Christen kein Leben ohne Schwierigkeiten haben werden. Aber er vergewissert uns, dass selbst wenn wir fallen, werden wir nicht stürzen, wir werden nicht hinfallen. Denn der Herr hält uns fest an seiner Hand. Oh, glorious. Oft vergessen wir das. Wir vergessen, dass wir mit Gott gehen. Wir vergessen, dass der uns in der Kraft Gottes führt. Und wir brauchen, und die Schritte des Menschen, die Schritte des Mannes sind gefestigt. Die Schritte, das sind, wie sie uns im Leben sind, unsere Worte. Die Worte, das sind unsere geistlichen Schritte. Und mit unseren Worten bestimmen wir, wie wir gehen. Mit unseren Worten haben wir unser geistliches, so wie wir mit unseren Augen unser Umfeld sehen. Ein Mann, er war mit seinem Sohn im Zug, der Sohn, er war schon erwachsen. Und dieser Sohn, er schaute zum Zug heraus, war begeistert von der Natur, begeistert von den Bergen, begeistert von den Bäumen, begeistert. Und immer wieder sagte er, Mensch, Papa, wie wunderschön ist es da. Und ein Ehepaar, das da beiseite saß und das ziemlich ihre Ruhe haben wollte, sagte diesem Mann, bitte, sagt, ist das nicht ein bisschen albern? Bräuchte Ihr Sohn vielleicht einen Psychologe? Und dieser Mann sagt, wissen Sie was? Mein Sohn ist blind geboren worden. Und ich habe damals gebetet, Gott, mach, dass mein Sohn sehen wird. Er sagt, ich habe 25 Jahre gewartet. Und jetzt kam ein Arzt in der Stadt. Und er ist jetzt etliche Mal operiert worden. Und jetzt ist das erste Mal, wo er ein bisschen sehen kann. Er hat früher nie gesehen, die Bäume. Er hat die Berge nicht gesehen. Deswegen ist er so begeistert. Wisst ihr, Geschwister, oft erkennen wir gar nicht, wie kostbar es ist, wenn wir sehen können. Wenn wir sehen können, was Gott in unserem Leben tut, wenn wir in der Gnade Gottes gehen. Er führt uns in Kraft. Der Psalmist, er beginnt, er sagt, ärgere dich nicht. Vers 1, ärgere dich nicht. Gibt ja in Deutschland sogar ein Spiel, das heißt, ärgere dich nicht. Mensch, ärgere dich nicht. Und er sagt, ärgere dich nicht über diejenigen, die nicht gerecht sind, über diejenigen, und ich finde es ein Tales, ärgere dich nicht über die schlechten Menschen. Ärgere dich nicht. Fokussiere nicht auf die Schlechte, fokussiere auf die Gute. Amen. Rede nicht von der Pandemie, rede von der Heilung. Rede nicht von dem Teufel, rede von Gott. Amen. Geschwister, wir haben die Verheißung Gottes, wir dürfen in seiner Gnade gehen. Und wie wunderbar, wenn wir wissen, dass Gott uns in Kraft und in Wahrheit führt. Wir haben die Gnade Gottes. Die Schritte Gottes, die sind
die Worte. Und wir haben das Wort Gottes. Und wenn wir möchten im Wort Gottes gehen, müssen wir Gottes Eigenschaft haben. Der Mensch, er besteht ja sozusagen total aus Wasser. Etliche Dinge nur, was nicht aus Wasser sind. Und wenn wir wenig Wasser haben, dehydrieren wir. Und dann kommen wir im Krankenhaus, werden wir am Tropf und dann kommt wieder Wasser rein. Und dann kommt dein Körper wieder zur normalen Funktion, weil du bist eigentlich, Wasser ist deine Konstitution. Halleluja. Die Bibel sagt uns das. Zu Nikodemus sagt Jesus in Johannes 3, wer nicht vom Wasser und vom Geist geboren wird. Ja. Geschwister, wir müssen, und dazu brauchen wir Gottes Wort. Wenn wir Gottes Wort lesen, beflügelt es uns und wir fangen an im Heiligen Geist. So wie wir sehen, auf einmal fängt der Heilige Geist an, sichtbar zu werden in unserem Leben. Er sagt in Vers 3, er sagt, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, dann wirst du im Land sicher leben und wirst Gutes erleben. Vertraue dem Herrn. Jetzt in der Pandemie sind viele Dinge geschehen, die total von unseren Planungen abgewichen sind. Und das ist manchmal gut, weil wir zu sehr fokussiert sind auf das Unsere. Vertraue auf den Herrn, er wird führen. Der Psalmist sagt, dass wenn wir in der Gnade Gottes gehen, dass wenn auch wir Schwierigkeiten haben, sagt er, auch wenn wir stolpern, wir werden nicht fallen. In Matthäus haben wir die Geschichte von Petrus, wo Jesus auf den Meer geht und es ist ein Sturm. Und er sieht Jesus und er sagt, ruf mich zu dir. Und Jesus sagt, komm. Und er fängt an zu gehen. Auf einmal schaut er auf die Wellen, schaut nicht mehr auf Jesus. Und er fängt an zu sinken. Und er streckt die Hand auf und sagt, Herr, hilf mir. Und der Herr streckte seine Hand aus und hat ihn rausgezogen. Sehr oft in unserem geistlichen Leben geht das uns so. Wir stolpern. Wir haben Erfahrungen, die oft nicht nach unseren Maßstab sind. Wir haben uns zu sehr aus dem Fenster rausgewagt. Wir haben mit unserem Glauben oft nicht richtig erkannt, was Gott wollte. Und wir sind gesunken, aber Gott hat uns herausgezogen. Wenn wir zurückschauen, wie viel Wunder haben wir schon mit Gott erlebt? Wie viele Dinge haben wir mit Gott erlebt, wo wir in seiner Gnade gehen? Er sagt in Vers 3, sagt er, vertraue. Vertraue dem Herrn und tue Gutes. Da wirst du im Land sicher leben und es wird dir gut gehen. Vertraue. Vertrauen ist etwas, was für uns Menschen sehr schwierig ist. Ja? Der Deutsche hat einen Ausdruck gesagt, Vertrauen ist gut, ja? Kontrolle ist besser. Und wir Menschen, wir möchten kontrollieren. Aber der Herr kommt ganz klar mit diesem. Und er sagt in Vers 4, sagt er, freu dich am Herrn. Freude. Ich vermisse oft die Freude bei den Christen. Irgendwie, du kommst in eine Runde, wo alle traurig schauen, das weißt du, das sind Christen. Das sollte doch nicht so sein. Wir haben die Freude am Herrn, wir haben die Freude vom Herrn, wir haben die Freude, die der Heilige Geist uns gibt. Wir dürfen in seiner Gnade gehen. Er führt es in Kraft. Und er sagt in Vers 5, sagt er, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Befiehl dem Herrn deine Wege, sagt Luther. Wir haben einen wunderbaren Gott. Er weiß, was wir brauchen. Er ist der Gott, der uns führt. Er hat wunderbare Verheißungen in unserem Leben. Aber so oft schauen wir auf das Negative und das ist sehr viel Schlechtes in dieser Welt. Es gibt sehr viele politische Entscheidungen, die wir nicht mit einverstanden. Es sind sehr viele Gesundheitsentscheidungen, die wir anders sehen. Es gibt sehr viele von den Gouvernanten, die wir gerne anders hätten. Es gibt viel in unserer Gesundheit, was wir gerne anders hatten. Aber unser Ziel ist nicht auf die Schwierigkeiten, unser Ziel ist auf die Lösung zu schauen. Und oft vergessen wir das. Er schenkt uns Kraft, wenn wir in der Gnade Gottes gehen. Er sagt in Vers 7, sagt er, sei ruhig. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er angreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es so oft so gut geht. Ah, wie können wir empört sein? Es sind nicht mal die Bösen, es ist manchmal die Konkurrenz. Du bist schon so lange in dieser Abteilung und da kommt das kleine, ja, diese kleine, um nicht einen Namen zu nennen, und dann nach 3 Monaten macht sie schöne Augen zum Chef und wird gleich befördert und ist gleich Abteilungsleiterin. Und du bist schon Jahrzehnte in der Abteilung, tust deine Arbeit gut. Dann kannst du, das darf doch nicht wahr sein. Er sagt, sei ruhig. Vers 8 sagt er, lass dich nicht zum Zorn und Wut hinreißen. Lass nicht zu. Lass nicht zu, dass dieser Geist des Zorns dich erwischt. Ah, Geschwister, wie schnell werden wir zornig. Und das sind oft Kleinigkeiten. Wenn wir in der Dimension des Lebens, es sind oft so Kleinigkeiten. Es ist ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mann, ich besuchte ihn im Krankenhaus. Er hatte einen blöden Unfall, weil er eine Sekunde nicht warten konnte. Er hat sich so geärgert über den, der hinter ihm gedrängelt hat, dass er einen Blödsinn gemacht hat. Wir merken oft gar nicht, wie sehr wir getrieben werden von den Verhaltensmuster unserer nächsten Menschen. Aber die Bibel sagt, wir sollen auf Jesus schauen. Er schenkt uns Kraft. Er sagt in Vers 16, es ist besser, mit Gott wenig zu haben. Es ist besser, mit Gott wenig, als ohne Gott viel.
Er sagt, es ist besser, die, die Gott lieben, dass sie wenig haben. Und wir merken oft gar nicht, wie sehr wir fokussiert sind, genauso wie die Welt. Wir möchten viel haben, wir möchten Erfolg haben. Und er sagt in 26, vielmehr, sei großzügig, wenn du gibst. Ah, Geschwister, das ist etwas, was bei mir sehr viele Jahre gedauert hat. Wir merken oft gar nicht, wie knauserig wir sind. Und Vers 30 sagt er, ein Mensch, der zu Gott gehört, redet weise. Wir brauchen die Weisheit von Gott. Wir haben oft Klugheit, aber haben nicht Weisheit. Ich habe so viele Menschen gesehen, die sehr klug waren. Ich erinnere mich, in der Uni habe ich immer die Biografie von diesem sehr klugen Wissenschaftler. Da war ich so empört, wie ihr Leben endete, wie ihre Familie tragödienmäßig, wie ihre die Schwierigkeiten, wie sie irgendwie klug waren auf ihren Bereich, aber hatten keine Weisheit in ihrem Leben. Wie sie wunderbare Erfindungen hatten in ihrem Beruf, aber waren nicht kreativ mit ihren Familienangehörigen. Es ist so leicht, wenn wir einen guten Anfang machen. Aber wie schwierig ist es, ihn auch gut zu Ende zu führen. Wir haben diese Verheißung Gottes. Und er ist der Gott, er führt uns in Kraft. Wir dürfen in seiner Gnade sein. Vers 27 sagt er, wende dich vom Bösen ab. Und Vers 30, ein Mensch, der zu Gott gehört, redet weise und gerecht. Warum? Vers 31, das Gesetz seines Gottes trägt er in seinem Herzen. Darum weicht er nicht vom richtigen Weg ab. Wir brauchen Gottes Wort in unserem Leben. Wenn wir möchten siegreich sein, brauchen wir Gottes Wort. Gottes Wort, es ist dieses Wasser. Wenn wir möchten wir müssen ganz von diesem Wasser getränkt, wir müssen ganz erfüllt werden von der Gnade, von der Liebe. Wir sind oft so von Maßstäben und oft merken wir gar nicht, dass wir sehr, sehr, sehr schnell urteilen. Wir merken gar nicht, wie sehr wir in unserer eigenen Welt sind. Ich erinnere mich an einen Bruder, wir waren auf der Fußgängerzone, hat der Bruder einen Mann evangelisiert, das war ein Atheist, der sagt, ihr Christen, ihr denkt, die Welt ist nur 6000 Jahre alt. Dann fragt der Mann, und wie alt ist die Welt? Auch sagt er schon von der Gründung, es sind über 6,5 Milliarden Jahre. Und mein Bruder sagt, 6,5 Milliarden Jahre. Er sagt, jetzt glaube ich noch mehr. 6,5 Milliarden Jahre und das Universum funktioniert immer noch. Er sagt, meine Uhr hat 3 Monate und hat schon die ersten Versagen gehabt. 6,5 Milliarden Jahre. Er sagt, das hat mein Glauben so gestärkt. Er sagt, 6,5 Milliarden Jahre und die Erde dreht sich immer noch. Mensch, da müssen Sie doch anfangen zu glauben. Geschwister, wir haben einen Gott, der zu seiner Natur steht und er ist ein Gott, der uns führt. Wir brauchen keine Angst zu haben, denn er führt uns in Kraft, er führt uns in Gnade und wir haben seine Zusagen in unserem Leben. Und er schenkt uns diese wunderbare Zusagen. Er sagt, auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen. Wir stolpern oft, Geschwister. Aber lass nicht zu, dass du deswegen, der Feind kommt mit so vielen Anklagen und oft merken wir es gar nicht, wie gnädig Gott ist. Ich sprach mit einer lieben Schwester und sie sagt, Pastor, ich habe gefehlt, ich glaube, ich bin nicht mehr errettet und so. Ich sage dir, liebe Schwester, kannst du zu deiner Errettung irgendwas hinzutun? Sagt sie, nein, nichts. Wieso bist du errettet? Nur durch Gott. Sagt sie, genau. Und ich sage, du denkst, du kannst von deiner Errettung irgendwas abtun? Gott, er macht es. Und er sagt, er wird uns nie loslassen. Er sagt, befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn. Geschwister, wir haben die Verheißung Gottes. Lass nicht zu, dass der Feind mit Lügen kommt in deinem Leben. Und wir haben oft so viele Dinge, wo wir sind gefallen, wir haben Schwierigkeiten. Petrus, er sank, aber er sagt, Herr, hilf. Ah, wie wunderbar. Es gibt nur einer, der nicht gefallen ist. Und das ist unser Herr. Und dass wir nicht zulassen, dass diese Ängste, diese Schwierigkeiten, die uns das Leben immer wieder bringt, dass wir zurückschauen auf unsere Vergangenheit. Und wir vergessen, wie viel Schwierigkeit, wie viel Not wir haben und sagen, damals war das doch so gut, da brauchte ich nicht all diese Regeln und Normen. Gottes Wort sind nicht Regeln und Normen, es ist das lebendige Wasser. Und wenn wir zulassen, von diesem Wasser trinken, werden wir nicht mehr dürsten, sagt Jesus im Johannesevangelium. Und dass Gott möchte uns führen, genau in dieser Zeit der Pandemie braucht die Welt Menschen, die Licht sind, Menschen, die Salz sind, Menschen, die eine Zukunft zeigen, Menschen, die Hoffnung haben. Wenn unser Leben sich auch anders abwickelt, als wir es erwartet haben, aber nicht anders, als Gott es geplant hat. Und er weiß oft, wir brauchen etliche Dinge. Die Gemeinde Jesu braucht oft eine Erschütterung, damit wir zurückkommen zu unserem Ziel. Wir haben so oft so angepasst an dieser Welt, so angepasst an den Maßstäben, an dem Komfort. Wir haben uns das so gemütlich gemacht. Und wir haben gar nicht gemerkt, was uns leitet, ist nicht mehr die Bibel, es sind die Social Media. Wir haben dieses kleine Kästchen in der Hand und egal, was wir tun, es ist immer vor uns und wir schauen, was die anderen tun und tun nicht das, was Gott will, dass wir tun. Gott hat Verheißung in deinem Leben. Er führt dich in Kraft.
Er führt dich in erneut. Wir dürfen in seiner Gnade gehen. Und er schenkt uns einen Sieg, der über alles. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Glaube, Gott kann, Gott will und er wird, wenn wir zulassen, in seiner Kraft gehen. Wenn sein Wort lebendig wird in unserem Leben, werden Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen. Und wir werden von dem, der uns errettet hat, mehr überfließen. Und das wird sichtbar sein, dass die Gnade, dass der Friede, dass die Kraft Gottes in ihrem Leben ist, weil er in uns ist, in Jesu Namen. Amen. Amen. Oh, Gloria, oh, Gloria. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, Herr, für diesen neuen Morgen. Wir danken dir, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir danken dir, dass Jesus Christus uns diesen Weg freigemacht hat. Wir danken dir für die Errettung, dass wir heute Kinder Gottes sein dürfen, Herr. Wir danken dir einfach, Herr. Herr, das ist so viel Gnade und vergib uns, Herr, wenn wir es manchmal unterschätzen, Herr. Herr, wenn wir alles so selbstverständlich, so gleichgültig hinnehmen. Herr, ich bete einfach, erforsche unser Herz und hilf, Herr, dass wirklich dein Wort in unserem Herzen hineinkommt. Herr, vergib uns, Herr, da, wo wir dein Wort nicht lesen oder wo wir meinen, wir wissen schon alles. Oh, Herr, ich bete, Herr, vergib uns, Herr, wo diese Gemeinschaft mit dir, Herr, nicht besteht, Herr. Herr, wo wir uns, oh, Herr, nicht zu dir wenden, Herr, und so oft auf dieser irdischen Ebene gehen, Herr. Herr, wie schnell, Herr, reagieren wir, Herr, so wie die Welt regiert, Herr. Herr, wir nehmen dieselben Maßstäbe, Herr, für uns an und ich bete, Herr, vergib uns, Herr. Herr, da, wo wir Sünde zugelassen haben, da, wo wir, oh Herr, uns der Welt gleichgestellt haben, vergib es uns, Herr. Herr, wir wollen, dass dein Wort uns leitet, dass dein Heiliger Geist in unserem Herzen wirken kann, Herr, und dass wir lernen, diesem Gehorsam zu gehen, Herr, und dass wir auf dich vertrauen, Herr, dass wir unser Leben wirklich dir ganz anvertrauen, dass wir wissen, Herr, du bist unser guter Hirte, du passt auf uns auf, du bist der, der uns führt und leitet. Du heilst, du stellst wieder her, du erneuerst, du setzt uns frei. Aber Herr, wir müssen zulassen. Herr, wir müssen Glauben haben. Herr, wir dürfen, Herr, wirklich von dir lernen. Öffne unsere Herzen ganz neu, Herr. Herr, dass du da hineinkommen möchtest und dass du unsere Herzen veränderst, Herr. Dass wir dir ähnlicher werden, Herr. Dass wir, oh Herr, nicht mehr so sehr auf das Irdische schauen, Herr, wenn wir uns so sehr, Herr, dieser Welt gleichstellen. Herr, wie schnell kommen wir in Kritik, in Murren, in Anklagen. Herr, so vieles ist so laut, die Welt ist so laut und da kommt so viele Informationen auf uns zu. Verschenk uns den Geist der Unterscheidung und der Erkenntnis, dass wir wissen, auf wen wir schauen, auf wen wir vertrauen, dass wir gefestigt sind in deinem Wort, dass wir nicht wanken, dass wir nicht untergehen, Herr, wenn die Wellen um uns toben, sondern dass wir die Hand ausstrecken, dass du uns da rausziehst, Herr, dass wir immer wieder zulassen, dass du uns heilst und dass du uns da wirklich, Herr, bewahren möchtest, auch vor falschen Entscheidungen. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich so dringend. Herr, und ich danke dir so sehr, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dass Jesus Christus den ganzen Preis bezahlt hat für uns, damit wir heute den Zugang zum Vater haben. Wir danken dir für die Errettung. Herr, wir können dir gar nicht genug Danke sagen. Wir wollen uns nie dran gewöhnen. Es ist jedes Mal was, oh, was Übernatürliches, dass Jesus, Herr, die Herrlichkeit verlassen hat, für uns auf diese Welt gekommen ist, damit wir Kinder Gottes werden können. Was für ein Wunder, Herr. Lass nicht zu, Herr, dass wir das Selbstverständliche nehmen, sondern, Herr, wir werden immer wieder in Ehrfurcht vor dir treten, dass wir wissen, du bist heilig, heilig, heilig ist unser Herr. Herr, und dass wir auch so leben, dass wir wirklich deinen Namen mit Ehre tragen, dass wir ein Zeugnis, ein Vorbild, ein Segen sind. Herr, dass die Welt sehen kann, es lohnt sich, dir nachzufolgen. Herr, dass wir eine Begegnung mit dir hatten und dass Jesus Christus in unserem Herzen ist, dass die Liebe, die Freude, der Friede Gottes uns begleitet. Oh, Gloria, so segne jeden Einzelnen, stärke du uns. Du kennst unsere Baustellen, Herr, die geben wir dir heute hin. Herr, und wir wollen, Herr, wirklich hinausgehen, gestärkt, Herr, und wirklich vorsichtig sein mit dem Geist der Unterscheidung und der Erkenntnis, dass wir erkennen können, Herr, dass wir nicht in die Falle des Feindes fahren, sondern Herr, wir wollen, Herr, wirklich geführt und geleitet sein von dir. Herr, wir wollen von dem Guten reden. Wir wollen, Herr, von das Schöne weitergeben, Herr. Die guten Nachrichten, so segne und befähige du uns, Herr. Und dass der Friede Gottes jeden Einzelnen begleiten möchte. Herr, dass du bei uns bist und dass du uns an diesem heutigen so wunderschönen Tag segnen möchtest. Dafür loben und preisen wir dich. In Jesu Namen. Amen. Amen.